Moin Moin und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Rezension. Heute soll es gehen um das Heldenwerk-Abenteuer Grimme Herzen für DSA und das Ganze ist wie immer herausgegeben von Ulysses. Viel Spaß! Das Abenteuer selbst ist ein Wildnis- und Detektiv-Abenteuer-Szenario und spielt in Schwarztobrien bzw. die Reste, die noch davon übrig geblieben sind, in der Nähe von Warung. Zeitlich ist das Ganze einzuordnen im Travia 1041, wie ihr es hier auch erkennen könnt. Das Ganze ist etwas flexibel, was die Zeit angeht. Man kann das ein bisschen nach vorne verschieben und natürlich auch nach hinten. Allerdings ist hier dann zu beachten, dass Wahrung schon befreit sein muss und Yol'Gurmak bzw. die Herrschaften, die dort in der schwarzen Stadt leben und wohnen, dass die Macht von denen so ein bisschen bröckelt und das ist dann eben nach dem Posaunenhall und der Eroberung von Schwarztobrien ist das eben alles so ein bisschen modular, das kann man leicht verschieben. Ist aber auch erstmal nicht ganz wichtig. Es muss aber hier in Schwarztobrien spielen. Man kann es vielleicht auch in anderen Systemen spielen. Ich weiß allerdings nicht, ob das wirklich sinnig ist. Das heißt, später in der Modularität werde ich da ein paar Punkte abziehen. Das macht das Abenteuer jetzt an dieser Stelle aber nicht schlechter. Okay, worum soll das Abenteuer gehen? Wir haben zwei Geschwister, wobei einer von den beiden, und das ist jetzt ein dicker Spoiler-Alarm, hier bitte abschalten, falls ihr das Ganze noch spielen wollt. Ein Werwolf ist. Das heißt, er ist ein Lykanthrop, der jetzt an dieser Krankheit, von dieser Krankheit betroffen ist. Und ganz generell erhoffen sich diese beiden Geschwister durch die Flucht eine Heilung durch die Paraynekirche. Das Problem ist allerdings, dass er sich aktuell nicht wirklich kontrollieren kann und zu jeder Vollmondnacht verwandelt er sich in eine reißende Bestie. Seine Schwester kann das zwar leicht aufhalten und wird selbst kein Opfer von diesem Werwolf, allerdings leidet die generelle Bevölkerung unter ihm. Und da sie jetzt aufgebrochen sind, kann es eben auch vorkommen, dass sie Dörfer angreifen, beziehungsweise er Dörfer angreift. Und genau das ist in diesem Fall passiert. Die Helden sollen also in diesem Abenteuer ein Monster aufhalten, wo nicht ganz geklärt ist, um was für ein Wesen es hierbei geht. Man hat zunächst einen Nekromanten in Verdacht, beziehungsweise erstmal einen Schwarzmagier, und der, wenn man ihn denn aufsucht, kann den Helden erzählen, dass es sich dann eben nicht um, naja, ihn handelt, der hier gesucht werden muss, sondern dass die Spuren und in Verbindung mit dem Vollmond wird es ihm wohl auch relativ klar, sich um einen Werwolf handelt. Das heißt, man muss von diesem Nekromanten ausgehen, von diesem Schwarzmagier müsste man jetzt diesen Werwolf suchen. Das heißt, es wartet ein schrecklicher Wald auf die Helden und dort treffen sie unter anderem auch auf ein paar andere Werwolftöter. Das finde ich zum Beispiel eine sehr gute Ausarbeitung dieses Abenteuers, dass es hier die Möglichkeit gibt, mit dem Feind zusammenzuarbeiten, um einen anderen auszuschalten. Die Werwolfjäger sind ausgesandt von dem dunklen Herzog, dem König der Werwölfe, wenn man so möchte. Und die sehen Verräter gar nicht so gerne. Und dadurch, dass eben die beiden Geschwister entflohen sind, möchte er sie töten. Man hat jetzt also die Wahl, ob man sich gegen die Schergen des dunklen Herzogs wendet oder ob man mit ihnen gemeinsam Sache macht, was natürlich dann das Finale etwas vereinfacht. Wie sich die Helden entscheiden, ist hier komplett offen gelassen und muss ich noch einmal lobend erwähnen. Das ist natürlich in einem Szenario auch immer sehr schön, wenn den Spielern nichts aufgezwungen wird, sondern wenn man auf sie zugeht und das sich ganz so ein bisschen entwickeln lässt, auch abhängig von den Charakteren. Hier wird sogar explizit auch noch einmal für Neueinsteiger bzw. für neue Spielleiter noch einmal darauf hingewiesen, wie die ganzen Möglichkeiten sind, die die Helden eben wahrnehmen können. Und das sollte für vielleicht andere selbstverständlich sein. Aber ich finde es, wie gesagt, einmal gut, dass die Möglichkeiten hier zur Schau gestellt werden können und dass der Spielleiter hier dann nicht auf Railroad das Abenteuer so lösen lässt, wie er es für richtig findet.
Die Helden können dann mit oder ohne diese Werwolfjäger aufbrechen und finden dann die beiden Geschwister in einer Burgruine. Da kann es natürlich auch wieder zu einem Finale kommen und entweder sie besiegen den Werwolf und die Schwester oder aber sie entschließen sich, den Werwolf nicht zu töten, versuchen diese Nacht zu überstehen und bringen dann die beiden Geschwister in das Pereine Kloster, damit ihnen dort geholfen wird. Auch hier gibt es danach wieder ein Szenario, was wäre wenn? Das heißt, nehmen wir an, der Werwolf wird getötet und die Schwester kann überleben. Dann entwickelt sie eine schwere Trinksucht und kann in einer Taverne angetroffen werden. Und wenn dem Werwolf geholfen wird, dann leben beide glücklich und zufrieden in dem Paraine-Kloster. Beziehungsweise dienen dann Weiß Tobriand weiter und versuchen eben Gutes zu tun. Das ist zwar ein Ausblick, den die Helden vielleicht gar nicht so sehr mitbekommen, aber ich finde es einfach unglaublich schön, dass dann auch nochmal so, als das erwähnt wird, dass diese Schwester dann einfach vor Trauer dem Alkohol verfällt. Das ist dann einfach eine traurige Angelegenheit, aber auch daran wurde eben gedacht. So viel zu dem Abenteuer. Ganz so lang ist es nicht. Auf 16 Seiten hat man nicht so viel Platz. Aber ich finde, auf der Kürze der Seiten hat man hier richtig viel rausgeholt. Es ist ein schönes Abenteuer, was ich gerne bereit bin zu spielleiten, was ich jedem ans Herz legen kann, den Spielern, den Spielleitern. Ist es auch sehr simpel zu leiten, ob das jetzt mit 5.0 ist oder mit einem anderen System. Ganz generell kann man hier wenig falsch machen. Ja, kommen wir nun zur Bewertung. Und hier bekommt das Abenteuer von mir in der Modularität nur einen von 4 Punkten. Woran liegt das? Dieses Abenteuer ist dahingehend auf Schwarztobrien verwurzelt. Man kann es in wenig anderen Systemen oder auch Genres benutzen. Man kann es dann nur in DSA spielen. Zumindest macht es Sinn, dass man es hier lässt. Und hier eben dann in Aventurien nur in Schwarztobrien und dann eben auch zu dieser Zeit, wenn Warunk befreit ist und wenn Yol'Gurmak gerade am Stürzen ist. Ob ihr diesen Punkt kritisch seht oder auch nicht, das mag euch überlassen sein. Ich sage einfach nur, es ist nicht modular, was es trotzdem, wie gesagt, nicht zu einem schlechten Abenteuer macht. Spielspaß. Hier gebe ich 3 von 4 Punkten. Das Abenteuer ist sehr linear, man kann hier wenig ausbrechen, man wird aus diesem Dorf dann, wenn man dort ankommt, zunächst zu einem Schwarzmagier geführt und der sagt einem dann, geht von hier aus in Richtung des Waldes und ja, man folgt eben diesem Abenteuerpfad und wird dann sicherlich, je nachdem wie der Spielleiter das Ganze verpackt, viel Spaß haben, aber wirklich anspruchsvoll ist es dahingehend eher weniger. Man kann hier sehr, sehr viel kämpfen, wenn man möchte, unter anderem gegen den Schwarzmagier, gegen gegen die dunklen Scharen des Herzogs und man kann auch gegen den Werwolf kämpfen. Ob einem das Spaß macht, ja, es ist sehr kampfbetont, aber das ist bei Schwarztobrien eben auch der Fall. Das ist ein gefährliches Gebiet und wenn man sich dahin wagt und sich dazu entscheidet, dieses Abenteuer zu spielen, muss man damit rechnen. Aber wer Spaß an Kämpfen hat, der wird hier sicherlich auf seine Kosten kommen. Die Spielleiter-Schwierigkeit, ja, ich gebe hier 4 von 4 Punkten. Das Ding ist ziemlich einfach. Man muss hier wenig beachten. Die Helden werden, ja, man kann eben mit seinen NPCs auf die Helden reagieren und das, was sie tun. Man kann ihnen Hinweise geben. Man führt sie auf sehr direkten Faden dann durch dieses Abenteuer. Die Werte für den Werwolf sind gegeben. Das heißt, da musste man nicht nochmal nachgucken. Man kann sich hier also, wenn man das Abenteuer an seiner Seite hat, kann man sehr schnell damit ein gutes Abenteuer aufziehen. Es gibt auch weitere Stimmungselemente, weiteren Fluff, der hier angegeben ist, um die ganzen Szenen noch einmal schön zu beschreiben. Ich finde, die Schwierigkeit für den SL ist als sehr gering angegeben. Die Bonuspunkte, die ich hier vergebe, ja, ich gebe hier 4 von 4 Punkten. Warum mache ich das? Weil es gibt hier für den Spielleiter auch wieder viele Hinweise, was wäre wenn, beziehungsweise eben auch was sind die Optionen.
Man lernt Schwarztobrien kennen, auch das ist ein Pluspunkt für mich. Und ja, ich bin hier eigentlich sehr zufrieden mit diesem Abenteuer. Das ist ein gutes kleines Ding. Und daher gebe ich hier eben meine subjektiven Bonuspunkte aus, wie ich das eben so will. Und da gebe ich dann eben 4 von 4 Punkten. Ja, letztendlich, ich finde, das Abenteuer ist echt gut. Man muss eben in Schwarztobrien spielen wollen und wenn man das möchte, sehr kampfstark sein. Das ist eben auch in der Erfahrung der Helden hier wieder gegeben, wie es hinten drauf heißt, meisterliche Erfahrung der Helden. Und ja, wenn man da Lust zu hat, dann ist das sicherlich ein sehr schönes Abenteuer. Damit verabschiede ich mich von euch und ich hoffe, es hat euch gefallen.